heute MINT-Vorstelle, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und da eben die Wettbewerbe, die es dazu gibt, also diesen Vorstand und alles und wie die Eltern ihre Kinder dabei unterstützen wird und können. Genau, in Deutschland hört man ziemlich viel, wenn es um Informatik oder Ähnliches geht. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, warum sowas überhaupt wichtig ist. Nämlich zum Beispiel in Deutschland fehlen Informatiker, Lehrer mit Informatikkenntnissen wie bei mir, oder das Programmieren nur verlohnt sich. Aber was heißt es jetzt? Wie kann man das Kind unterstützen, beziehungsweise was ist jetzt daran wichtig? Ich stelle hier Jugendforscht vor, das sagt man allen, das ist auch eine Veranstaltung, wo man halt auch programmieren lernen kann, explorieren und in Hackathon. Genau, meine Projekte, also was, wer bin ich überhaupt, warum habe ich jetzt was zu sagen? Ich habe auch schon 3 Projekte gehabt bei Jugendforscht. Eigenes Projekt Spannung, Spaß und Spiel, Vorteile an zerstörende Nester machen und Lernstift und intelligente Grundschulhilfe. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Genau, was gibt es für Wettbewerbe? Es gibt einen Jugendforsch-Wettbewerb, das ist der bekannteste Wettbewerb, der ist jährlich und da kann wirklich jeder mitmachen. Den Arthur Fischer-Finderpreis, sonst daran ist, dass das je 2 Jahre ist, aber halt 2000 Euro Preisgeld gibt für den ersten Platz. Also mein erstes Projekt war Spannung, Spielen, Spaß. Da geht es darum, dass man, da habe ich eine Tafel gebaut, wo Grundschüler bzw. auch ältere Leute, sodass die einfach ihr Gedächtnis trainieren können, aber sich da Reihenfolge machen muss und dann auf Tasche drücken kann. Mein nächstes Projekt war die Marvels Sternsteuerung. Da geht es darum, dass man nie weiß, wie viel Wasser in der Sterne drin ist. Da habe ich mir überlegt, was man da dagegen machen kann, wie man das verbessern kann. Und da bin ich dann bei genau dem rausgekommen, dass man immer eine Übersicht hat, wie viel Wasser in der Sterne drin ist. Genau, und mein letztes Projekt war dann nur intelligente Lernstift als Grundschulhilfe. Das ist ein Stift, der für Grundschüler, damit die immer richtig lernen, wie man schreibt, weil das, wenn man älter ist, halt ziemlich große Probleme gibt und ja. Wow. Genau, wie läuft jetzt Jugendforsch genau ab? Also, wenn man jetzt bei Jugendforsch mitmacht, ist erst immer, was mache ich überhaupt? Also, was ist jetzt mein Projekt? Das sollte neu, kreativ, anspruchsvoll, ergebnisoffen und in der Zeit machbar sein. Und wenn man das hat, dann ist eigentlich wirklich das Grundstück geschafft. Dann, wenn man es jetzt selber erarbeitet hat, muss man dabei eine Langfassung schreiben. Das hört sich kompliziert an, wie es ist, aber da geht es eigentlich bloß darum, dass man wirklich genau aufschreibt, was man macht, sodass die Juroren auch wissen, was man selber gemacht hat. Genau, und dann kommt der letzte Punkt, meiner Meinung nach auch der Basisstunde, nämlich die Präsentation und Jurybewertung. Da stellt man dann das Projekt der Jury vor und kriegt aber auch Preise und gibt es richtig gutes Essen. Und es hat dann einfach auch richtig Spaß davon. Genau, was ist jetzt eigentlich? Wie können sich Ihr Kinder dazu bewegen, dass das wirklich auch selber seine Sachen macht oder wie das funktioniert? Ich habe es damals mit Fischertechnik und Baduino gelernt, das sind einfach so Sets, die man sich kaufen kann, wo dann das Kind selber lernen kann, wie das funktioniert und wo es auch ganz viele Anleitungen gibt. Genau, dann ist eins von den größten Sachen, wo viele sagen, was ein schwerer Anleitungspunkt ist, die Hardware. Aber es gibt ganz viele Sachen, wie zum Beispiel die offene Workshop in Aachen, wo man einfach dann 3D-Drucker hat und wo man dann selber auch Sachen verdrucken kann, wo man es dann reinbauen kann. Genau, dann kann man auch eine Fräse. Dass ich dann einfach so eine Platine habe, wo die ganzen Bauteile drauf sind und dass einfach alles aufgeräumt ist und schön ist. Und das braucht man bei ziemlich vielen Technikprojekten und da gibt es auch in Aachen, ich würde nicht so wollen, wenn man sowas macht. Als Software kann man dann sowas wie OpenSCAD oder Arduino verwenden. Das sieht, wie schon gesagt, nur komplizierter aus, wie es ist, weil da geht es einfach darum, dass man lieber ein 3D-Objekt designen bzw. den Mikrocontroller dann programmiert. Da kann man sich da aber ganz viel Unterstützung holen und findet
ich auch ziemlich wichtig. Genau, und dann auch noch Keycard, das ist einfach, um die Platine nur zu designen, die man dann, wie, schon gesagt, auf, wie ich vorher auch schon gesagt habe, fressen kann. Und ja. Genau, dann nur die Details zu den Wettbewerben, die ich jetzt gut finde. Nämlich einmal eben forscht, da gibt es eben verschiedene Altersklassen, verschiedene Arbeitsbereiche, also man muss jetzt nichts mit Technik machen, man kann auch Physik oder Chemie machen. Das ist einfach Sache, die Menschen brauchen, darum geht es in den Forscht. Da machen immer ca. 100 Schüler mit und gibt es ziemlich viele Projekte. Dann gibt es die offene Werkstatt in Aalen, die ist einfach für jede Altersgruppe, dass da jeder mitmachen kann, wo die Kinder von richtig guten Mentoren erlernen können, wie das funktioniert. Genau, und dann ist nur der dritte Punkt und wahrscheinlich auch der häufig verwendete, die AG-Se Schule. Bei mir zum Beispiel in der Schule gibt es die Forscher-AG. Und das finde ich auch ziemlich hilfreich, weil da kann man einfach als eine Gemeinschaft zusammenkommen und man lernt halt immer von den Lehrern und alles, wenn es gute Lehrer gibt. Und, ja. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine E-Mail ist lisa.org. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir einfach mal schicken. Thank you.